Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mega Man Legacy Collection 2, Mega Man 7. Das letzte Mal haben wir gegen Freeze Man ordentlich verkackt. Nicht gegen ihn, sondern gegen seinen. Gegen den Raum vor ihm. Da haben wir verkackt, ja. Und das wollen wir jetzt ändern. Oh, und ich gerne, weil gerne ist professionell. So. Aber who cares about Professionalität und so, das hat irgendwie mit meinem Kanal noch nie was zu tun gehabt. So viel ungefähr wie. Ich weiß nicht, Arizona und Klimaanlagen. Quatsch. Das hat natürlich viel miteinander zu tun. Ich meinte Arizona und Heizungen so. Das passt viel besser. Ja, das ist doch voll der gute Vergleich. Und damit wir jetzt kein Junk Shield erstmal verschwenden. Aua, würde ich sagen. So, vielen Dank. Ich frage mich gerade, was ist gegen Freeze effektiv? Ich weiß, dass es gegen Cloud effektiv ist. Das war die Danger Rap, aber gegen Freeze? Eventuell Junk Shield? Kann man ja mal probieren. Könnte es nämlich sein. Ups. Slide. Man muss ja nicht jeden Menschen auf der Welt umbringen. Oder Roboter. So. Einfach hier rüber. Wir machen jetzt hier einen Speedrun durch, außer hier, weil hier müssen wir warten, bis der Ding seine Spitze droppt. Und, ja. Matip. Na komm, drop deine Spitze. Drop deine Spitze! Danke. Und dann hauen wir hier ab. Da kommt uns was entgegen und wir springen drüber und wir sind voll geil. Und ich kommentiere wie ein BOZZ. Indem ich einfach das kommentiere, was ich sage. Denn das ist immer cool und das Ding haben wir schon, okay. Kaputt. Wir haben wohl einen Checkpoint erreicht. Ja, so läuft das nicht. Okay. Und jetzt dann werde ich, denke ich mal, einfach Rush benutzen, statt versuchen, dämlich zu jumpen. Wenn es nicht funktioniert. Und der Hintergrund ist immer noch schön. Verdammt. So. Eine Sekunde. So, viel besser. Gut, gehen wir mal hier rüber. Da können wir noch drüber jumpen, da auch. Das habe ich, glaube ich, vorhin auch geschafft, aber ja, ich glaube, so ist es definitiv angenehmer. So, wir haben Research, wuhu! Eigentlich eine coole Utility. Ach ja, Danger Rap, ich. Kann man. Ah! Jetzt war ich doch etwas, in Panik. Okay. Man wird hier gar nicht so hart zurückgeschleudert wie in den anderen, in den NES-Teilen, habe ich das Gefühl. Den könnte man skippen, aber will ich nicht, weil, ja, ich will den E-Tank haben. Also will ich auch den Miniboss nicht skippen. Oder was heißt Miniboss? Den Eisbären. Miniboss ist es nicht wirklich. Kann ich bitte. Hallo? Danke. Wow. Was auch immer ich da gemacht habe. Ja, Junk Shield will ich noch ein bisschen behalten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwiefern poppt hier was aus dem Loch. Nein, das nicht. Hup. Burgert. Ach, verdammt. Kommt hier noch was entgegen? Nein. Gut, hier gibt es etwas mit Rush Search, so viel weiß ich. Und auch eine Sache, die wir gebrauchen werden nach diesem Bosskampf. Na komm. Wuff, wuff. Immer wenn Rush bellt, dann ist etwas Größeres oder Spezielles in der Nähe. Und Rush Search ist eigentlich eine coole Sache. Rein theoretisch ist es eine coole Sache. Auch, dass es so viele Secrets gibt. Aber, er braucht unendlich lange. Und das ist so nervig halt einfach. Das ist, naja, das ist halt leider nicht so geil. So. Probier's noch mal mit Junk Shield, oder? Ja, es scheint die Waffe gegen ihn zu sein. Ich bin eingefroren. Ich bin eingefroren, mach ihn trotzdem gut Schaden. Ich bin schon wieder eingefroren. Wow. Das war voll specialig, der Bosskampf. Ja, ich bin sehr froh, dass ich die Waffe habe, weil Freeze Man hat so ein Pattern, mit dem komme ich überhaupt nicht klar. Also ja, zum Glück ging das doch relativ gut vonstatten. Und diese Animation ist ziemlich cool, muss ich sagen. Wenn auch lang. Aber cool. The Freeze Cracker fires ice bullets. Doesn't it? Ice bullets. Yes, and the bullets will split when they hit the ground. Ähnlich wie Dust Crusher. Aber das war scheiße.
Hier ist aber ähnlich, die Dinger, die bringen nichts, die Splits. Aber was ganz cool ist an Freeze Cracker, man kann es in 6 verschiedene Richtungen schießen, ja. Also halt links, rechts, diagonal, nur nicht nach oben und unten. Ansonsten, aber das ist ganz cool. So, und wir werden nochmal zu Junkman gehen, bevor wir zu Cloudman gehen. Denn dort können wir ja jetzt unsere nächste Rush-Ding abholen. Und wir können die Stage auch danach gleich wieder verlassen. Ist das nicht cool? Das ist doch so cool. So. Okay. Und wir könnten uns theoretisch auch das Leben hier gleich abholen. Den Hit nehme ich gerne. Na komm. Einfach hier ein Speedrun. Das ist ein geiler Speedrun, den ich hier gerade mache. Sag mal, wirst du runtergehen? Okay. Ach ja, und jetzt kann man hier zum Beispiel auch den Freeze Cracker ausprobieren. Weil den kann ich ja nach Diagonal schießen. Und das Komische ist, das Ding hängt irgendwie ein bisschen am Waffenende. Wenn das Sinn macht, also eine kurze Zeit lang halt. Es ist etwas seltsam. Es ist komisch zu handhaben, der Freeze Cracker, aber an sich eine coole Waffe, nur nicht wirklich stark halt. Ach ja, und er kann das machen, genau. Deswegen sind wir ja überhaupt hier. Damit wir hier durch können. Und hier runter können. Und dann können wir das machen und können uns diese S-Platte holen. Und haben damit den dritten Buchstaben. Ups. Weil. Weil. Oh Gott. So. Ach ja. Warte mal. Ich glaube, hier gibt's etwas. Gibt's hier was? Ich habe den Raum hier in Erinnerung. Ich glaube, hier gibt's etwas. Wählst du? Jawohl, er bellt. Huhu, das dauert viel zu lang. Das ist ultra nervig, muss ich echt sagen. Und ja, in der Legacy Collection habe ich auch... Wow, eine große Bolt. In der Legacy Collection habe ich auch natürlich keine Möglichkeit, etwas vorzuspulen. Dann, ja, das geht natürlich nicht. Aber ja, gibt's hier auch was? Offenbar nicht. Aber du gräbst auf jeden Fall. Na? Nice. Okay. Gibt's hier wirklich nichts? Ich hatte nämlich irgendwie eine Erinnerung, hier gäbe es was. Wenn du jetzt nicht bellst, dann gehe ich weiter. Okay. Wir nehmen mal die Danger Rap hier. Das ist nämlich auch ganz lustig. Upp. Okay, das funktioniert nicht so, wie ich es in Erinnerung hatte. Okay. Wuhu, es hat geklappt. Ich habe eine coole Sache damit getan. Yippie. Ah, hier gibt's, glaube ich, was. Okay, das macht ja sehr viel Schaden. Okay, naja. Gibt es hier etwas? Rush, komm schon. Wir suchen jetzt einfach alles ab. Das macht nämlich ultra viel Spaß. Ja? Fragezeichen? Nö, offenbar nicht. Ja, das will ich nicht. Ah. Okay. So. Dann gehen wir mal weiter. Ich habe wieder nichts zu erzählen. Es tut mir sehr leid. Ich weiß auch gar nicht. Jetzt brauche ich eigentlich gar nicht mehr weitergehen. Wir können exiten und ja. Weil das haben wir ja alles, ne? Aber ich hätte den Rest der Stage noch zeigen wollen. Also zumindest bis zu dem Teil, den wir ja schon kennen. Und ja, das habe ich gemacht. Und jetzt gehen wir zu Cloudman. So. Ja. Habe ich irgendwas zu erzählen? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Bei den Leuten, die es nicht wissen, bin mit meiner Ausbildung durch. Das ist eigentlich ganz cool. Ansonsten. Ansonsten sage ich, glaube ich, viel ansonsten. Auf jeden Fall. Mit der Ausbildung bin ich durch. Das ist ganz nice. Hab da jetzt endlich. Hallo? Ich dachte, ich kann hier Sachen freezen, wenn ich dich einsetze. Geht das nicht? Ah, doch, das geht. Sehr schön. Genau, das ist nämlich halbwegs wichtig, weil da gibt es dann etwas zu sehen. Ah, okay. Da gibt es dann etwas zu sehen später, wo wir hin müssen. Und das ist ohne... Also das ist einfacher mit Schnee anscheinend als mit Regen, weil... Aus welchem Grund auch immer. Mann! Kann das Ding hier sich mal verpissen? So, danke. Das macht Spaß. Oh Gott. Kann ich dich nach unten? Nein, kann ich nicht. Na gut. Und hier rüber.
Lebensenergie, naja. Naja, brauche ich jetzt nicht. Deswegen packe ich jetzt Rush nicht aus, sagen wir mal so. Es schneit und der Boden hat noch keinen Schnee angenommen. Auch lustig. Also nicht lustig, aber halt. Aua. Gibt's hier etwas? Wozu ist die Plattform hier? Komisch. Und wie ist diese Bombe gerade geflogen, bitte? Was man hier machen kann, ist, glaube ich, auch, man kann. Genau, man kann das Ding hier vereisen. Ziemlich cool. Unnötig, aber cool. Achso, und die Wolke geht danach kaputt. Naja, gut, man sieht halt trotzdem genug eigentlich, deswegen. Es ist eigentlich wurscht, aber na egal. Hopp. So. Ich frage mich, wo wir gerade sind. Sind wir in der Stadt eigentlich? Wahrscheinlich schon, oder? Ich meine, es passiert ja in der Stadt. Also, wird es auch Sinn ergeben, wenn wir hier in der... Aua, Stadt... Oh Gott, diese Viecher. Ja, kennt man aus Mega Man 2, diese Scheißvögel. Und sie sind weiterhin genauso nervig. So, jetzt muss ich irgendwie hier hochkommen. Natürlich mit Rush, aber hoffentlich in der Zeit, bevor irgendwas hier auftaucht. So, danke, wir haben die Leiter. Wir haben eins Kopf und wir haben... das U. Wunderschön. Ja, und damit können wir jetzt adapten. Da haben wir jetzt den Super Adaptor. Einer der coolsten Upgrades in Mega Man ever, finde ich. Ziemlich geil. Wie ihr sehen könnt, kann man hier mit fliegen und auch gleichzeitig eine Fist schießen. Also quasi, es ist eine Kombination aus dem Jet Adaptor in Mega Man 6 und dem Power Adapter von Mega Man 6, ja. Also, richtig coole Erweiterung auch. Ziemlich stark. Kann man noch stärker machen mit etwas, was wir später auch noch finden werden. Also, richtig cool. Und wir können hier rein. Da gibt es nämlich etwas Interessantes. Jawohl, der Bruder. Brudi. It's been a while, Mega Man. Here's a little information. Your weapons can be used to discover hidden areas. Try using the flame weapon in the woods. Vielen Dank, dass es eine Flame Weapon gibt. Wusste ich zwar nicht, also noch nicht, rein theoretisch. Ich wusste auch nicht, dass es einen Woods gibt, aber hey, why not? Ja, interessanter Tipp, den uns hier Protoman gibt. Es war schön, dass wir hier Tipps kriegen und so, aber sie sind etwas sehr seltsam platziert, diese Tipps. Auch diese ganzen Protoman-Dialogboxen sind sehr komisch platziert und alles, aber naja. Oh Gott. Nö. Wozu gibt es dieses Schild? Ich weiß es nicht. Zum Glück gibt es das. Oh, und ja, das ist quasi ein komplettes Airman-Rehash hier. Ja. So. Ach, du suckst jetzt auch noch. Wupp. Okay, besiegt. Besiegt vor allem. Ich habe den Gegner besiegt. Jetzt bin ich der größte Trainer aller Zeiten. Verdammt. Ich wünschte, ich könnte das mit dem Hin- und Her-Switchen von Waffen mit L und R irgendwie richtig gut. Das wäre, naja. Gut, gegen Cloudman gibt's eine interessante Taktik, sage ich jetzt mal. Die leider gegen in Mega Man 7 8-Bit nicht funktioniert. Man muss auch sagen, ich kann es halbwegs nachvollziehen. Er wird nämlich dadurch ultra easy. Aber es ist lustig. Ich meine, oh, ja, außer man macht sowas. Es ist ja trotzdem lustig, finde ich. Und ich werde eh nicht genug Waffenenergie haben, damit das, ja, jetzt das ging ganzen Kampf so hinaus. Oh Gott. Verdammt. Ja. Ich weiß nicht mal, ob ich den Scheiß jetzt überhaupt überleben werde. Aber sein Pattern ist jetzt nicht ultra schwer eigentlich, deswegen... Ah, verdammt. Okay, geschafft. Ja, also, das ist ganz cool mit den Bubbles, dass man ihn da so easy killen kann, aber... Ja, sein Pattern ist an sich auch nicht schwer. Also, man macht entweder das eine oder das andere und beides ist nicht schwer, ganz ehrlich. Und das ist vor allem gut. Es ist vor allem wichtig, mit den Bubbles das richtige Timing hinzubekommen, damit du keine Bubble verschwendest und ihn schnell killen kannst trotzdem. The Thunderbolt fires also electrically charged spheres. Yes, and it can also be used to power some electronic machines. Das ist wahr.
Ja. You get Thunderbolt. Coole, starke Waffe. Ist halt einfach stark. Also macht viel Schaden. Aber ansonsten gibt es da nichts Besonderes, was die Waffe angeht. Welcome home, Mega Man. Hi. Dr. Light, what do you think of Bass? Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn nur einmal gesehen. His actions don't seem to indicate any threat. A threat. I don't believe he is our enemy. Ja, okay. Rain? What is this? Ein Bildschirm? Wily is attacking the Robot Museum. Ach ja, mehr Robot Museum, das ist ziemlich cool. Gibt's auch nicht in der 8-Bit-Version. You must leave now, Mega Man. Jo, und tschüss. Und Mithul, na, Büsche im Hintergrund. Und ein, Medley aus verschiedenen Mega Man Musikstücken von 1 bis 6. Das ist ziemlich cool. Und, ja, hier haben wir Snake Man, hier haben wir Blizzard Man, im Hintergrund sehen wir Flame Man, ich glaube Flame Man, und das hier ist Pharao Man mit seinem Finger nach oben. Pharao Man ist ziemlich cool. Also das ist total cool gemacht hier. Da hinten sehe ich noch was. Das ist Plant Man im Hintergrund, genau. Plant Man. Pharao Man, Heat Man. Zwei Plant Mans im Hintergrund, auch gut. Da waren sie etwas lazy. Leider ist diese Stage viel zu schnell vorbei. Und hier sind Ringman und Skullman. Und natürlich nimmt Dr. Wily wen mit? Unseren lieben Gutsman. Tja. Ich dachte, davon hatte er eigentlich ultra viel in seinem ersten Fortress hängen, in der Decke. Ach ja, Clown Man. Quasi. Gott, wie ging der? Ich glaube, hiermit? Ja, naja, es macht zumindest Schaden. Kannst du so... Nee, okay. Verdammt. Na komm! Jawohl! Okay, das ist relativ easy erörgert, eigentlich. Oh Gott. Sag mal, ich möchte dich doch nur treffen. Was sind daran so schwer? Jawoll! Getroffen. Ich habe leider nicht mehr so viel Energie übrig, allgemein. Macht der Thunderbolt Schaden? Ja, wacht da. Sehr schön. Okay, nice. Das war eigentlich, naja, relativ knapp. Ich meine, viel Energie habe ich nicht mehr. Auf jeden Fall interessanter Miniboss. Ein bisschen komisch. Ist sehr seltsam einfach. Keine Ahnung. Mega Man, it's a disaster. Wily and his robots are rampaging through the middle of the city. Get going. The middle of the city. Und wir haben 4 neue Robot Master. Wuhu! Spaß! Ja, ich werde jetzt, glaube ich, aufhören. Ich muss nochmal nachschauen, wie das ist mit Protoman und in welcher Reihenfolge ich ihn treffen muss. Wir müssen ihn noch zweimal treffen, in einer ganz bestimmten Reihenfolge, ansonsten funktioniert das nicht. Aber ich glaube, Shade Man war zuletzt. Und ich weiß gar nicht, wo wir ihn ein zweites Mal dann treffen. Wahrscheinlich hier bei Spring Man oder bei Turbo Man, ich weiß es nicht. Bei Turbo Man, glaube ich. Ich glaube, wir gehen als erstes zu Turbo Man und dann zu Shade Man. Und als letztes zu Slash Man. Schauen wir mal. Naja. Vielen Dank fürs Zusehen, das war's mit Mega Man The Legacy Collection. Schnell ist momentan nicht möglich. Schreite das Spiel voran und versuche es erneut. Okay, das heißt, ich muss irgendwie schauen, dass ich das Passwort irgendwo herbekomme. Habe ich ja in der Aufnahme zum Glück, also passt schon alles. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.